Sie haben hier nichts zu suchen. Sie sind eine Plage. Ihr Tau ist gerissen, weil es durchgefault ist. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Wachen Sie auf, Lady, und zwar schnell. Zane, sei bitte nicht so unhöflich. Lass die Dame doch mal was sagen. Ihr schrottiges Boot hat meinen neuen Wave Runner gerammt. Jetzt habe ich eine Schramme in der Verkleidung. Sieh mal. Ich sagte doch, es tut mir leid. Sie hat sich entschuldigt, Zane. Das ersetzt mir nicht den Schaden, oder? Ich wette, die ist nicht mal versichert. Das Boot hat hier nichts zu suchen. Es ist ein schwimmender Schrotthaufen. Jetzt übertreibst du aber wirklich ein bisschen. Meinst du? Mal sehen, was der Hafenmeister sagt. Keine Sorge, alles nur Gerede. Danke, Emma. Komm an Bord. Sie sind das. Sehr scharfsinnig, Emma. Cleo hat mehrfach von Ihnen gesprochen. Es ist schön, wenn über einen gesprochen wird. Sie hat nicht erwähnt, dass Sie auf einem Boot leben. Ich habe ihr auch nicht erzählt, dass ich Steinbock bin. Aber das ist ein anderes Rätsel. Oh, tut mir leid. Ich bringe dich in Verlegenheit. Ich bin keine gute Gastgeberin. Allerdings hatte ich auch zuletzt Besuch an Bord der Lorelei vor 23 Jahren. Miss Chatham! Ah, Mr. Hendricks. Möchten Sie vielleicht einen Eistee? Sie wissen, weshalb ich hier bin, Miss Chatham. Es hat sich wieder jemand beschwert. Scheinbar beschweren sich die Menschen oft heutzutage. Die Beschwerden betreffen meist Sie und das kann ich nicht ignorieren. Ich nehme das als Kompliment. Ihnen liegt was an mir. Sehr charmant. Kündigen Sie ja jetzt, oder was? Misch dich nicht ein. Miss Chatham, wir haben schon mehrfach darüber geredet. Das letzte Mal habe ich Sie an die Liegegebühren erinnert, die seit 5 Jahren nicht bezahlt worden sind. Daran erinnere ich mich gar nicht. Davor hat man Sie mehrfach aufgefordert, Ihr Boot entsprechend den Vorschriften instand zu halten. Ich muss diese Briefe mal öffnen, das wollte ich schon längst machen. Sie fliegen hier raus, Lady, das war's. Moment mal, das ist meine Sache. Ja, dann legen Sie mal los. Wieso machen Sie das? Wir waren sehr geduldig mit Miss Chatham in all den Jahren, aber jetzt muss was passieren. Sie können sie nicht rauswerfen. Es wird schon wieder. Soll ich Sie ins Krankenhaus begleiten? Die wollen meinen Schatz. Regen Sie sich nicht auf. Sie dürfen meinen Schatz nicht bekommen. Ich wollte nicht, dass die einen Herzinfarkt kriegt. Am besten sagst du ihr das. Der Sanitäter hat gesagt, es hätte schlimmer kommen können. Sie hatte ihre Medikamente abgesetzt. Die Arme. Sie heißt Miss Chatham. Ist das die komische Alte, die auf dem Boot lebt? Ja, das ist sie. Woher kennst du sie? Nein, ich kenne sie nicht. Ich habe nur von ihr gehört. Sie lebt auf diesem lecken Wrack. Keine Freunde, keine Familie, ganz allein. Sie weiß anscheinend alles über den Vollmond. Unsere Fähigkeiten und unsere Fischschwänze. Es gibt welche, die sie für eine Hexe halten. Und wenn es heißt, sie ist der Osterhase, glaubst du das dann auch? Früher habe ich auch nicht an Meerjungfrauen geglaubt. Wo ist denn Emma? Weiß ich nicht genau. Sie hat nur gesagt, sie muss mal weg. Na gut, wir waren hier verabredet, aber das ist okay. Keine Eile, ich bin gut versorgt. Das dürfte sie sein. Das wurde aber auch Zeit. Wo warst du denn? Starr nicht so, das ist unhöflich. Das ist Miss Chatham. Miss Chatham, das ist... Du bist bestimmt Ricky. Ja. Mom, wir haben einen Hausgast. Das Krankenhaus hat Miss Chatham entlassen. Sie muss nur ihre Medikamente nehmen und sich ausruhen. Ich dachte, das könnte sie wunderbar hier tun, okay? Aber wieso nicht, Liebling? Hallo, ich bin Lisa. Ich hoffe, ich falle Ihnen nicht zur Last, aber Emma hat darauf bestanden. Sie hat wirklich einen starken Willen. Ja, ist mir bekannt. Kann ich dich bitte mal sprechen? Klar. Du hättest fragen sollen, Em. Du hättest doch Nein gesagt. Mom, sie braucht unsere Hilfe.
Sie ist obdachlos. Ja, aber es gibt staatliche Stellen, die sich um Leute, die in ihrer Lage sind, kümmern. Sie sind nicht allein. Aber sie ist allein. Deshalb ist sie obdachlos. Entschuldigt die Verspätung. Hallo, Cleo. Oh, hallo. Was ist jetzt? Na schön. Miss Chatham, würden Sie bitte mitkommen? Ich zeige Ihnen das Gästezimmer. Oh, Sie sind sehr freundlich. Ist das Ihre natürliche Haarfarbe? Du bringst sie hierher? Was sollte ich machen? Der Hafenmeister will, dass ihr Boot aus dem Hafen verschwindet. Er sagt, sie kann da nicht bleiben. Aber du bringst sie hierher? Nur für eine Weile. Wir versuchen, mit dem Hafenmeister zu reden. Vielleicht können wir ihn ja umstimmen. Emma, diese alte Dame weiß über uns Bescheid. Wenn sie nun deiner Mutter oder deinem Vater was erzählt. Das wird sie nicht. Sie ist clever und ganz sicher auch diskret. Hoffst du? Hör zu, Cleo. Vermutlich machen wir uns unnötig Sorgen. Ich meine, hat sie dir denn je konkret gesagt? Ich weiß, ihr seid Meerjungfrauen. Nein, nicht genau mit diesen Worten. Aber alles, was sie zum Beispiel über den Vollmond gesagt hat, hat doch gestimmt. Oder nicht? Mein Mann und ich haben das Boot vor vielen, vielen Jahren gekauft. Er ist vor 15 Jahren gestorben. Dann sind Sie ja wohl fast 100 Jahre alt. Nicht ganz. Tja, ich kann mich von der Lorelei nicht trennen. Ich verbinde mit ihr so viele schöne Erinnerungen. Oh, da ist Emma ja wieder. Sie kennt sich gut aus mit dem Wasser. Oh, das würde ich nicht sagen. Ich bin ja jetzt keine Wettkampfschwimmerin mehr. Stimmt, du schwimmst nicht mehr bei Wettkämpfen. Trotzdem, die Lorelei hat mir gute Dienste erwiesen. Und wenn ich in See stechen müsste, dann würde der Motor anspringen. Und was, wenn es nicht tut? Dann musst du einfach das Wasser für dich arbeiten lassen. Richtig, Cleo? Was? Oh, nein, ich habe keine Ahnung. Hallo? Ja? Ja, ich gebe sie. Gracie. Für Sie. Es ist der Hafenmeister. Jetzt wird sie hier schon angerufen. Hallo? Was? Aber das können Sie doch nicht. Das nicht, aber das können Sie nicht tun. Was ist denn? Sie wollen mir mein Boot wegnehmen. Sie sagen, ich darf es nicht mehr benutzen, wegen irgendwelcher blöden Vorschriften. Sie nehmen mir alles, was ich habe. Niki, es ist ihr Zuhause. Wir müssen ihr helfen. Du machst Scherze. Ein schwimmender Schrotthaufen. Ein bisschen Farbe bringt schon was. Hört auf zu jammern und lasst uns anfangen. Ein Anstrich bringt da wenig. Das kannst du mir glauben. Ricky sieht's wieder negativ. Was für eine Überraschung. Sieh's doch ein, wir schaffen das nicht. Du kannst wirklich sicher sein, deine Freundin hat recht. Ich weiß, ihr wollt helfen, aber es ist Zeitverschwendung. Der Bootsrumpf ist sozusagen komplett durchgerostet. Muss ich noch mehr sagen? Da bleibt nur verschrotten. Das ist vielleicht Ihre Meinung. Nicht meine. Ich lege jetzt ab. Danke. Sie wissen, dass das nicht geht. Ich hab's gemeldet und die Wasserschutzpolizei hat das Boot beschlagnahmt. Es ist nicht seetüchtig. Es ist mein Zuhause. Ich lebe hier. Miss Chatham, Sie tun, was Sie für richtig halten. Sie wollen nur helfen. Ich will meine Sachen holen. Die wollen doch nur meinen Schatz. Hat ein paar Hunderter gekostet, doch jetzt sieht das Teil wieder aus wie neu. Wir gehen jetzt lieber, und zwar zu mir. Da besprechen wir alles. Ich will doch nur, was mir gehört. Sie sind hinter meinem Schatz hier. Alle. Meinen Sie wohl mit Schatz? Keine Ahnung. Das war ganz köstlich. Tja, das Kompliment gebührt mir nicht allein. Das Rezept für die Muschelsuppe stammt von Miss Chatham. Tja, die war vorzüglich. Vielen Dank. Oh, ich helfe Ihnen beim Aufräumen. Oh nein, Unsinn. Cleo, bist du so nett und machst es Miss Chatham schön bequem auf dem Sofa und vergessen Sie Ihre Medikamente nicht.
Liebling, du weißt, ich hab sie wirklich gern hier, aber dir ist klar, dass sie nicht ewig bei uns bleiben kann. Ich weiß, Mom. Gut, dass du ihr geholfen hast, aber sie braucht einen festen Platz, wo sie ihren Lebensabend verbringt. Nur noch ein paar Tage. Und was dann? Freundschaft ist und bleibt das Allerwichtigste. Ich weiß zu schätzen, was ihr für mich tun wollt. Aber die Bürde, die ihr tragt, ist zu schwer, um sie allein zu tragen. Sekunde. Welche Bürde? Oh, ach die. Wenn man anders ist, hilft es, Freundinnen zu haben, die einen verstehen. Ich hatte Freundinnen. Haben die sich so gekleidet wie Sie? Das ist schon lange her. Wir waren jünger. Ich war ja nicht immer so alt. Oder vielleicht war ich es doch. Wenn Sie sagen, Bürde, wie meinen Sie das? Als es so schwer für mich wurde, musste ich's aufgeben. Geht das denn? Es ist schon spät. Ich denke, wir gehen jetzt ins Bett. Aber es wurde doch gerade interessant. Miss Chatham hat recht. Es ist spät. Gute Nacht, Mädels. Soll ich Sie auf Ihr Zimmer bringen? Schon gut. Ich weiß, wo ich hin muss. Dann bis morgen, Miss Chatham.